Hallo und willkommen zurück zu Anno 1404. 9 Minuten, dann muss unsere Baustufe hier fertig sein. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt, ist alles verloren. Ja, das wird knapp. Wir machen gerade wieder ein bisschen Geld, haben immer noch ein sattes Minus. Die Frage ist jetzt, ob wir hier noch ob wir hier noch Steine bekommen, aber sehe ich nicht so. Dann können wir aber auch erstmal gerade gar nichts ändern. Wir sollen für den der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Nächsten Schritt brauchen wir noch gar nichts ändern. Für den übernächsten allerdings brauchen wir dann Glas. Ja, Glas. Also, Pottasche haben wir ja hier schon genügend. Haben wir ja hier einfach mal so gemacht. Wir können mal Land und Dach über den Kopf ist mehr gucken, als manch anderer besitzt. Steine können wir aktuell schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine für den Bau von Häusern verwenden, ist ja klar, weil wir ja die Steine für den Dom brauchen. Ich weiß nicht, wie sieht das hier aus mit den Steinen? 11 Tonnen. So, Skorpion müsste die gerade gebracht haben, genau, 23 Tonnen sind wieder da. Vielleicht kann ich das Ganze auch noch beschleunigen. Was heißt vielleicht? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Wenn ich einfach mal hier vorne noch einen Hafen hinbaue. So, wartet mal. Wie war das gleich? Hafen haben wir ja schon lange nicht mehr benötigt. Aber hier gibt es definitiv... Nee, nicht die Werft. Es war die... Ah, genau. Die Hafenmeisterei. Okay, dafür benötigen wir Steine und Geld. Beides haben wir gerade nicht. Aber das... Ihre Bevölkerung sehen. Der Dom soll außerdem prächtige Fenster aus Glas erhalten. Wir sollten schon jetzt einen Vorrat anlegen. Schließlich ist dieses Baumaterial besonders zerbrechlich. Ja, Glasschmelzen. Also, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Dann brauchen wir ja auch noch Quarz. Und Quarz bekommen wir nur hier vorne auf der Insel. Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Spione von Lucius. Wir müssen sie fangen, bevor sie hier noch großes Unheil anrichten. Okay. Wo haben wir die? Hier haben wir. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Und da haben wir einen. Ihr habt die Spione. Das ist gut. Wer weiß. Ich denke aber, in 6 Minuten werden wir nicht mehr fertig. Darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt, ist alles verloren. Werkzeuge haben wir genug. Roheisen. Werkzeuge werden weniger. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie sieht es jetzt aus mit der Produktion? So, wir müssen hier mal wieder Werkzeugmacherei einschalten. Und eine Eisenschmelze einschalten. Damit das da weitergeht. Eisenschmelze, Werkzeugmacherei. Genau, die verarbeiten das. Eine Werkzeugmacherei. Ja, gut. Da müssen wir mal gucken. Also, ich weiß gar nicht, wie sie das hier so gedacht haben. Wir sollen den Leuten das Baumaterial entziehen, aber gleichzeitig sollen wir den Dom bauen. Ich weiß nicht, wie das klappen soll. So, die Patrizier sind bereits ausgeglichen. Haben wir hier noch irgendwo... Sie müssen tiefer. Ja, Noria versiegt auch bald. Naja. Die Noria im Süden fördert nicht mehr genug Wasser. Ich vermute, der Schacht muss noch tiefer gegraben werden. Kann man hier eventuell ohne... Hier kann man tatsächlich sogar ohne... Kosten, ohne zusätzliche Kosten, weitere
Bürger zeugen. Okay. Da zieht jetzt natürlich keiner ein. Wie viel haben wir hier? ...482 von 510. Da müssen wir mal mit der Steuer ein bisschen runtergehen. Ein Schreiben von seiner Majestät dem Kaiser. Gott sei Dank. Er ist bereits mit seiner Flotte hierher unterwegs. Okay. ...200 Adlige in Domstadt. Keine Werkzeuge aktuell. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Was haben wir hier noch? Ja. Die Eisenschmelze. Ja, gut. Kauft uns mal was ab hier. Kauft uns doch mal was ab. Was können wir denn noch alles verkaufen? Wir müssen ja... Irgendwie müssen wir ja Geld verdienen. Kohle können wir vielleicht noch verkaufen. Potasche kauft uns so keiner ab. Was könnte man noch loswerden? Ich meine, das ist ja auch alles uninteressant für die potenzielle Käufer hier. Warten wir das mal ab, ob da jemand was will von dem Zeug. So, wie sieht es hier mit der Bevölkerung aus? Haben wir die jetzt erreicht? Allah lächelt auf diese Stadt herab. Gehen wir mit der Geschwindigkeit drauf. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Naja, die wächst dann nur ganz langsam, die Gemeinschaft hier. Naja. Naja. Schwierig ist es, aber ich denke nicht hoffnungslos. Wir können hier sicherlich noch irgendwie was machen, auch wenn die hier nichts von uns kaufen, die Händler. Kriegen wir das schon irgendwie hin? Minus 62, das heißt, es gibt ja ein bisschen Geld. Das machen die hier. Dem da einfach mehr wachsen, also mehr Einwohner einziehen. Wie sieht es denn hier aus mit der Bevölkerung? Da schauen wir nochmal rein. Bauern könnten noch mehr einziehen. Also 21, wie man da sieht. Okay. Allzu viele aber nicht. Und gleich ist das hier die Baustelle nicht rechtzeitig fertig. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen, wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt. Ist alles verloren. So, schauen wir mal hier noch rein. 498. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ihr habt nur diese Mauerfragmente. Meine Baumeister beginnen jedenfalls bald mit der Konstruktion für den Dachstuhl. Okay. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben dann. Steine haben wir gerade da. Wie sieht das aus mit Werkzeug? Wir hatten ja hier gerade von der Hafenmeisterei gesprochen. Wahrscheinlich kostet die auch Werkzeug. 5 Tonnen. Okay. Schauen wir mal eben hier wieder rein. Bevölkerung 502. Und schauen wir mal hier die ganzen Waren durch. Wir müssen ja bald wieder gewisse Betriebe hochfahren. ...504 von 510 Nomaden.
Also da sehe ich noch die Möglichkeit, dass man da noch was baut. Aber hier können wir ja, ich glaube, die kosten Geld. Nein, die kosten kein Geld, die Bauernhäuser. Könnten wir hier eventuell noch ein paar hinbauen. Ja. Das ein oder andere geht hier noch hin. Okay, dann stelle ich hier mal die Steuern wieder rauf. 508. Steuern wieder auf ausgeglichen. So, jetzt kommen hier noch ein paar Hütten dazu. Wenn wir hier noch mehr Bauern unterbringen können, dann machen wir das auch. Wenn das nur Holz kostet, umso besser. Ja, jetzt ist mir natürlich klar, dass die hier auch Hunger haben, die Leute. Und dass die jetzt natürlich auch nicht so Steuern zahlen. Oder vor allem, dass sie auch nicht in der Menge an oder in der Zahl vorhanden sind, hier die Bewohner. Wie man es maximal hinbekommen könnte, wenn man die Steuern runterdrehen würde. Aber das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis jetzt hier. Auch wenn sie spät ist, aber immerhin eine Erkenntnis. So, das könnte jetzt, glaube ich, ein Problem geben, oder? Ja, kein Geld. Okay, aber jetzt haben wir hier einige Bewohner. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Und die stellen wir mal runter. So, 200. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius. So, jetzt ziehen da Leute ein. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Werkzeugmacherei wieder eingeschaltet und Eisenschmelze wieder eingeschaltet. Okay, nicht alle Betriebe auf einmal, aber ein paar. So, jetzt sind die hier. In eurer Stadt gibt's keine Zukunft für uns. Ja, die haben keine Straße. Ist schon klar. Doof, doof, doof. Dann bauen wir mal noch was hier an die Straße ran. So, haben wir hier unten noch einen Markt. Da haben wir noch einen. Der ist zu weit weg. Schade. So. Ja, von den Hütten wird sicherlich die eine oder andere jetzt auch noch verfallen. Aber wenn wir hier insgesamt dann wieder auf den grünen Zweig kommen. Die Siedlung eines Mitspielers ist zur Metropole aufgestiegen. Ja, ja, ja. Das interessiert uns überhaupt nicht. So, wollen wir mal sehen, wie viele Leute hier wohnen. So, guck mal, die Zahl, die geht da, der Bauern, der geht da schon mal rauf. Ist ja schon mal wichtig. Gut, hätten wir vielleicht von Beginn an machen sollen. Mehr Bauern. Holzfäller heute einschalten. Wie sieht's hier aus mit der Kohle? Da haben wir noch ein bisschen was. Fischereibetriebe einschalten. Also so langsam müssen wir hier wieder Stück für Stück. Die Arbeiter feiern das Richtfest auf der Baustelle. Dank eurer selbstlosen Unterstützung. Langsam schöpfe ich wieder Hoffnung. Okay, jetzt brauchen wir doch schon wieder Glas. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, das wäre eigentlich für den Abschnitt.
Ach, das ist doch dann schon der. Das Gröbste haben wir geschafft, doch Lucius sitzt uns immer noch im Nacken. Unser Kaiserdom muss zuerst fertiggestellt werden, koste es, was es wolle. Okay, Glashütte. Ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gebäude, das wir jetzt brauchen. Vor allem brauchen wir erstmal Geld. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir ordentlich Geld bekommen werden. Werdet ihr einem alten Mann seinen Wunsch erfüllen und diese Stadt zurück zu alter Größe führen? Werden wir sehen. So, wir müssen erstmal wieder... Schon vollendet? Ich muss diesen faulen Hunden auf meiner Baustelle Beine machen. Ja. Müssen wir Stück für Stück die Betriebe wieder einschalten. Köhlerhütte benötigt auch ein bisschen Vorlauf. Nur Allah weiß, wie der Kardinal es schaffen konnte, Ibn al-Hakim zur Kooperation zu bewegen. Aus freien Stücken hilft er bestimmt nicht. Aber ich habe eine Idee, wie wir das beenden können. Okay, jetzt müssen wir unser Schiff zu seinem Kontor schicken. Hier unten schicken wir es mal dahin. Wenn ihr die Zusammenarbeit der Akademie mit Kardinal Lucius auch beendet sehen wollt, kommt rasch hierher. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Nahrungsmittel in Form von Fisch. So, und ich weiß ja, dass wir hier oben noch eine ganze Reihe an Fischerhütten haben. So, da schalten wir mal die eine noch ein. Gut. Okay. Okay, okay. Das gibt dann gleich bestimmt wieder, also noch ein bisschen mehr Geld. Schön hier auch dieses Fenster. Erinnert. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Tatsächlich an das Rosenfenster. Alles andere ist nachrangig. Generell die Form. Also die Eisenproduktion, die läuft wieder auf Hochtouren. Wir haben hier alles an. Die Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Köhlerhütten sind noch nicht voll in Betrieb. Kommt aber. Also haben wir ja, die benötigen wir noch nicht komplett. Eine ist da, die schalten wir mal ein. So, achso, da haben wir die Mine gar nicht eingeschaltet. So, wollte ich die einschalten, dann ist auch das geschehen. Ayala, ihr seid endlich hier. Nehmt diese Schatulle. Ibn al-Hakim muss diese Schatulle umgehend erhalten. Aber okay. Seht euch vor. Kardinal Lucius hat die ganze Insel in Beschlag genommen. So, die muss... Wohin? Hier runter muss die. Er kontrolliert den Hafen, hat er gesagt. Liefern Sie die Schatulle in Abad Yalamit, südlich von Al-Sahirs Insel ab. Okay. Ich sehe hier mal noch keine feindlichen Schiffe. Gucken wir mal. Sollen noch Schiffe auftauchen? Bis jetzt mal nicht. So. Steine werden hier maximal produziert. Hier haben wir die Saline abgestellt. Genau. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier die Gerberei wieder hochfahren. Also Salz haben wir da noch massig. Saline ist auch außer Betrieb. Ja, dann können wir das aktuell auch so lassen, denke ich. Köhlerhütte. Ja. Die Gerberei braucht gar nicht so viel. Weitere Schweinezucht wäre da vielleicht angebracht. Das könnte sein, dass wir noch eine Schweinezucht brauchen. Hier fehlt noch eine Kapelle. Okay. So, und jetzt können wir mal Folgendes machen.
geben wir mal Baumaterialien frei, oder? Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Geben den Leuten mal eben Baumaterialien frei. Da können jetzt hier ein paar Leute aufsteigen. Wir haben gerade kein Gold. Das heißt, wir können auch keine Glashütte bauen. Was kostet denn... Der Quarzbruch kostet 1000 Gold. Ja, 1000 Gold und... 1200 Gold. Und dann sollen wir 5 Stück davon bauen. Also 6000, 7000 Gold. Brauchen wir dann... Mann, oh Mann. Das ist eine Menge. Jetzt haben wir... Baumaterialien freigegeben und steigen die irgendwo auf? Sicherlich. Das Baumaterial wird sicherlich auch verwendet. Also auf jeden Fall mal die Bauern. Ach, euphorische Bauern können nur... Ja, na klar. Euphorische Bauern können aufsteigen. Dann werden sie das sicherlich gleich mal machen. Da ist es schon passiert. Sehr gut. Und gleich ein ausgeglichener Bürger. Vielleicht kann man den auch noch ein bisschen glücklicher machen. Kein Fischwanden. Ups. Aber wenn sie Bürger sind, dann ernähren sie sich auch noch von Gewürzen. Das heißt, sie brauchen weniger Fisch. Ja. Okay, also Fisch ist gerade wirklich ein Problem. Ich gehe mal hier auf Verkauf, da verkaufen wir es nicht mehr. Ich habe eure Hilfsbereitschaft dereinst nicht vergessen. Nun wüsste ich zufällig eine Möglichkeit, den Kardinal zu überlisten. Natürlich gegen eine entsprechende Entschädigung. Unverhofft bietet Ihnen Karim seine Hilfe bei der Ablieferung der Schatulle an, verlangt dafür jedoch 15 Tonnen Papier und 2000 Goldmünzen. Ja, und warum... Habt ihr etwa auf eurer Dombaustelle? Bitte? Wo vertreibt er uns jetzt? In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Okay, liefern Sie die Schatulle in Abad und so. Ja, wir können, das können wir nicht machen. Also, dafür haben wir doch... Ich bin die rechte Hand Gottes auf Erden. Ach, die gehört schon ihm jetzt, oder was? Das hat er schon übernommen. Ach so, dann können wir da ja wieder weg. So, da passieren manchmal so Dinge. Ich kann die Schatulle da nicht abliefern. Ich bin die rechte Hand Gottes auf. Ja, verrückt. Habt ihr etwa auf eurer okay. Umbaustelle nichts mehr zu tun? Ihr fehlt, ihr machen sie nicht weiter, solange sie kein Glas haben. Und solange wir kein Geld haben, machen wir auch nicht weiter. Und wenn die keinen Fisch haben, steigen die nicht auf. Na, ganz klasse. Ja gut, eventuell... Sind wir da jetzt in einem Kreislauf, aus dem wir so nicht mehr herauskommen? Müssen wir sehen. Warum holt man das hier nicht ab? Das müssen wir mal... Ja, müssen wir mal abwarten, ob wir da wieder rauskommen. Ich würde sagen, wir machen erstmal an der Stelle eine Pause. Und ja, schreibt doch mal, was ihr denkt. Kommen wir da wieder raus oder kommen wir da nicht raus? Ich weiß es nicht. Schwierige Situation. Naja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!